Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Ja, und damit willkommen zurück bei GTA Vice City auf der PlayStation 5. Ja, wir haben jetzt an sich noch ein Objekt, das wir kaufen können und für das wir Missionen machen können. Aber ihr seht, wir werden momentan auch schon wieder mit Anrufen bombardiert. Ja, was irgendwie die Drohanrufe angeht oder ja, mit Leuten, die sagen, dass sie Schiss haben. Aber ich würde sagen, ja, wir fahren jetzt erst nochmal zur letzten Immobilie, die wir kaufen können. Ich habe gerade das Wort gesucht. Und oh, es läuft schon wieder großartig. Genau, dann kaufen wir die. Und da gibt es dann nämlich an sich auch noch Missionen, die wir mit ihr machen können. Ich weiß gar nicht, was kostet die? Ich glaube, die kostet 60.000 Dollar. Das sind diese Filmstudios. Warte mal, das können wir eigentlich direkt auch nochmal... Genau, da irgendwo müssen wir hin. So, und dann nehmen wir auch gleich hier bei unserer Bar auch noch das Geld mit, das sie mittlerweile wieder für uns erwirtschaftet hat. Oder warte mal, fahren wir da gar nicht dran? Ah. Ach doch, komm, den kleinen Schlenker, den machen wir nochmal eben. Vielleicht kriegen wir dann auch direkt wieder einen neuen Anruf. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn es so wäre. So, genau, halten wir hier nochmal kurz. So. Ach, sieh an. Okay, so. Haben wir das noch? Schauen wir mal, wo ist Lance denn überhaupt? Kann ich ihn hier... Ah ja, sieh an. Ja, da ist jetzt halt die große Frage. Na. Wir machen jetzt in dieser Folge nochmal das da mit dem Filmstudio, mit der letzten Immobilie. Und dann, ja, in der nächsten Folge steigen wir dann ja, in diese Mission mit Lance ein, wo ich die Vermutung habe, dass es auch die letzte Mission sein wird. Genau. So, das heißt, wir fahren jetzt nochmal eben schnell hier lang und dann machen wir die paar Missionen, die da ausstehen, dann auch noch. So. Ah, Moment. Genau, eine weiter noch. Okay, das Auto ist eh gleich komplett hinüber. Jawohl. So, wie viel kostet das? Genau, 60.000. Und dann würde ich sagen, kaufen! So, bekommen wir keine Trophäe dafür, ne? Das ist aber doof. So, dann würde ich sagen, genau, speichern wir hier auch nochmal. So, und dann steigen wir hier direkt in die erste Mission ein. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy, that's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole. I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually... Have you ever thought about, First, we're gonna need some good-looking bros. Yeah, girls are fine, but you... Wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Kenny wird sich um das Geschäft in Downtown kümmern, okay. Ach, sieh an, ha, da haben sie die Mondlandung gedreht. Ist ja witzig. So. Dann brauchen wir jetzt unbedingt...
Da brauchen wir am besten gleich ein neues Auto, oder? Alles andere ist, glaube ich, Quatsch. Na komm. Na. So. Oh, der eskaliert immer so, wenn er sprintet. Das ist jedes Mal der Wahnsinn. So. Wie heißt der? Manana? Interessanter Name für ein Auto. Aber gut. Aber gut. So. Schauen wir. Das tut mir jetzt sogar leid. Das war ein tragischer Unfall. Können wir hier eigentlich auch lang? Und wir probieren es jetzt einfach mal. Ist eh ein Wegwerfauto. So. Na gut, komm. Fahren wir hier links, rechts lang. So, vermutlich zeitlich war es jetzt überhaupt keine Abkürzung. Kommt vermutlich aufs Gleiche raus, aber naja. So, dann gucken wir doch mal. Also, hinter. Yo, Candy, looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. Okay. Should have stayed at home today. Can you believe this, asshole? You want me out? Whoa. Okay, gerade den muss ich dann zuerst abschalten. Und den Agenten jetzt auch, alles klar. Komm, jetzt steig in das Auto ein, verdammte Axt. Oh, das ist auch schon wieder knapp gewesen. Oh, der hätte uns fast bekommen. Fast hätte der uns bekommen. So. Auf geht's, schalten wir einen Agenten aus. Das wäre quasi meine leichteste Übung hier. Was? Komm, dann steht's wenigstens auf, Mann. Oh. Was war das denn jetzt schon wieder? Aber wenigstens schießt er nicht auf uns, während wir auf dem Boden liegen. Das wäre nochmal extra kritisch gewesen. Ach komm. Na. Das lassen wir nicht mit uns machen. Aber das finde ich auch wieder ein bisschen too much, dass er im Prinzip unendlich viele spawnen kann. Na? Jawohl. Dein Auto schon mal hin. Boah. Okay, das ist frech. Das ist frech. Die meisten anderen machen das auf jeden Fall nicht. Oder haben es zumindest nicht gemacht im Spielverlauf. Ach komm. Er weicht natürlich perfekt aus. Ist ja klar. So, okay, anscheinend haben wir auch wieder einen Reifen von ihm erwischt. Das trifft also nicht nur uns mit den Reifen. Na. Ja, super, im Gegenverkehr ist es natürlich auch wieder schwerer zu ihm aufzuschließen, wenn wir hinten sind. Nein, 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 nein. Oh, das brauche ich jetzt nicht auch noch mit dem Kopf. Wenn der uns jetzt verhaftet hätte, ey. Oh, das wäre ärgerlich gewesen. Na komm, fick dich. Unser Auto ist auch schon komplett kaputt. Jawohl. Geh zurück und hol Candy. Alles klar, aber erstmal brauchen wir ein neues Auto, würde ich sagen. Das hier zufällig, also sieh an, guck mal. Ah, Mist. Also oder so brauchen wir jetzt erstmal ein neues Auto. Komm. Nein. Ach
sollst doch einfach nur einsteigen. Was verstehst du daran nicht? Das war auch gerade wieder ziemlich knapp. Okay, schauen wir mal, wenn wir uns jetzt hier einfach... Steig ein. Okay. So, und jetzt weg. So, dann müssen wir vermutlich zum Filmstudio, oder? Dann gehe ich jetzt zumindest mal aus. Hauptsache weg. War klar, dass er direkt wieder einer um die Ecke kam. So. Okay, da rein. Na gut, wenn die meinen. Okay. Bringen die Mädels. Ah, das heißt, wir brauchen nochmal ein neues Auto. Ja, gut, nehmen wir das. Ja, los, Mädels, steigt ein, verdammt. Okay. Das hat dann natürlich auch wieder massives Potenzial, daneben zu gehen. Beziehungsweise theoretisch scheitern kannst du natürlich immer noch. So. Komm, weiter geht's. Ja, die Cops, die erschweren das Ganze natürlich noch massivst. So, alle aus dem Weg. So, auf ins Filmstudio. So. Und dann. Haben wir die Mädels schon mal? Sehr gut. So. Bam. Hey Tommy, you coming in for a warm-up? Maybe later, babe. Wow. Cool shark. Ja. So kann man es natürlich machen. So, jawohl, da haben wir dann auch schon direkt die nächste Mission. Aber vorher, nach Quatsch, speichern wir nicht zwischendrin, gehen wir direkt in die nächste Mission. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Oh je, hinter den Schuhen steht ein altes Wasserflugzeug. Okay. Also ein altes Requisit diente, jawohl. Benutzt es, um die Flyer in der Stadt zu verteilen, auch da hinten irgendwo. Puh, dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Okay, hier. Irgendwelche Alien-Geschichten? Na, das ist es auch nicht. Oh Gott, wie kommen wir denn da hin? Oh Mann, jetzt müssen wir einmal außen rumfahren, oder was? Das befürchte ich ja glatt. Na gut, hilft nichts. So, auf geht's. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ah ja, okay, steig einfach aus. Experimentieren wir hier nicht weiter rum. Ach, hier wären wir rausgekommen. Ja, super. Schön. Beschleunigen, L-Flugzeug steuern.
Ja. Na gut. Dann bin ich mal gespannt. Weil das jetzt auch das erste Mal, dass wir ein Flugzeug fliegen in diesem Spiel. Ja. Wenigstens ist es quasi nur Flyer verteilen. Mhm. Ich muss mal in die Karte gucken, gibt's da. Sollen wir da hin, oder was? Probieren wir es einfach mal. Wenn wir da hinten hinfliegen. Anscheinend, ja. So. Okay. Genau, fliegen wir da dann rein. Und dann vermutlich irgendwie durch den nächsten Checkpoint, oder? Ja. Offenbar schon. Jetzt halt nur vorsichtig sein, dass man hier nicht irgendeinen blöden Crash baut. So, dann schauen wir mal. Da ist er. Okay, dann da der nächste. Jawohl. Ja gut, das hier über den Dächern zu verteilen, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das spielt ja Gott sei Dank eher keine Rolle. Genau, so, dann nehmen wir dich noch mit. So, wo ist denn... Da hinten ist der Endcheckpoint, okay. Aber was heißt Endcheckpoint? Halt, ja, da wo wir hinfliegen sollen. So. Oh, das ist fies hier hinter der... hinter der Palme. Okay, dann fliegen wir nochmal dahinter. Dann haben wir auch nur noch die beiden, oder? Und dann war's das auch schon wieder. Der Tankinhalt ist Gott sei Dank recht großzügig angesetzt. Jawohl. Dann hier rüber. So. Auch das Boot, wo wir in der letzten Folge, glaube ich, waren. Genau. So. Fliegen wir jetzt ganz gemütlich hier nochmal rein. Was noch mehr? Puh. Ah, ist vielleicht doch nicht. Schauen wir mal, wie großzügig der Tankinhalt dann wirklich ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt den Mund ein bisschen zu voll genommen habe. Okay, die Kurve werden wir nicht fliegen. Sondern können wir quasi hier einmal, dass wir da gerade reinfliegen. Jawohl. So. Jawohl, Mission erfüllt. Sehr gut. So, fliegen wir zurück. Genau, dann schauen wir, dass wir uns auch direkt in die nächste Mission machen. Na? Hier auch sicher auf dem Land sind. Jawohl. Nicht, dass wir irgendwie ertrinken. Das wäre blöd. So. Ist jetzt nur die Frage, wie machen wir es jetzt? Weil speichern tun wir auf jeden Fall erstmal. Jawohl. Und wie weit sind wir eigentlich? 45% haben wir bis jetzt. Ja. Aber missionstechnisch sind wir eben schon ziemlich weit. Ja, aber ich würde sagen, man weiß halt nicht, wie lang die nächsten beiden Missionen werden. Ach Quatsch, komm. Wir machen alles in einer Folge jetzt. Wo müssen wir einmal alles durch? Quasi. Okay, what's the problem now? Shh.
After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the bat and mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that. Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Oh. Got that. Was that part of the, was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Okay. Alte L2 gedrückt, um die Kamera zu benutzen. Aha. Okay, ja super, das ist bestimmt nicht YouTube-konform. Folge Candy Stretch-Limo. Was ist da hinten eigentlich? Ah. Okay, schauen wir mal was... So. Uiuiui, all diese Nacktheit hier schon wieder. Gut, dann gucken wir mal. Wir folgen ihr. Unauffällig. Wie man sieht. Na gut. So, er fährt natürlich ganz regelkonform, schön langsam. Ja. Genauso wie man es haben will. So. Na? So ganz erschließt sich mir unser Auftrag allerdings auch noch nicht, muss ich sagen. Jawohl, baue erstmal schön einen Unfall. Gut aus. Dafür bezahlt man den Chauffeur nämlich. Dass er erstmal schön einen Unfall baut. So. Folgen weiterhin unauffällig. Mädels, zieht euch doch bitte einfach mal ein bisschen mehr an. Heieiei. Hey. Ken, could you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Oh Mann. Okay. Drei gute bloßstellende Fotos. Hier oben, oder was? Die kleine Seitentür, durch die du in das Hotel kommst. Okay, ich bin jetzt einfach oben aufs Dach geflogen. Aber das ist anscheinend nicht vorgesehen. Hubschrauber, genau, du kommst da schon klar, oder? Ah, sieh mal an. So, hier ist eine Seitentür. Dann sollen wir, oh Gott, sollen wir jetzt hier zu Fuß quasi hoch, oder was?
Doch, hätten wir da nicht. Hätten wir nicht mit dem Heli hochfliegen können. Ah, muss das sein. Ah ja. Aha. Kannst du noch irgendwas Cooles machen? Mhm. Und einfach immer nur die gleichen Bewegungsabläufe. Naja, anscheinend. Martha, someone's watching. How kinky. Na, okay. You, give me that camera. Puh. 5 Sterne, scheiße. Das wird brutal. Cool, und damit müssen wir uns dann erstmal zum Heli durchkämpfen. Mit 5 Sternen. Okay, bis jetzt ist hier noch niemand. Aber die scheinen so gesehen schon mal. Oh, fleißig auf uns zu schießen. Mhm. Ach komm. Okay. Okay. Wie schaut es hier aus? Hoffentlich, jawohl, der Heli ist noch da. Okay. Auf geht's. Jawohl. Jetzt einfach weg. Einfach hier weg. So, Ach so, es ist wegen der Hitze der Abgase. Ist das Bild denn jetzt so verschwommen in dem Winkel? Okay. Man sieht zwar, dass es jetzt hier quasi nur, ja, so eine Art Overlay ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie jetzt der Fachbegriff dafür ist. Na, einfach wie so eine Textur, die drüber gelegt ist, eine transparente. Nein, 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 nein. So, und landen. Nein. Okay. Außer Gefecht, aber die Mission war erfüllt. Die Mission war erfüllt. Hoffe ich. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wir sind da. Das heißt, wir begeben uns jetzt. Polizia, ja, ja. Die kommt aber nicht. So, das heißt, wir fahren jetzt nochmal schnell zur Ammunition. Und holen uns nochmal kurz eine Waffe oder ein paar Waffen. Machen wir es mal eher so. Und dann. Okay, Masterfrage, wie kommen wir hier jetzt? Kommen wir da rein? Ich hoffe ja. Genau, und dann gehen wir nämlich auch direkt in die, genau, dann 4. Mission. Aber gut, die Mission war erfüllt. Gerade so, und dann ist aus irgendwelchen Gründen unser Hubschrauber explodiert. So, dann schauen wir doch mal, was kriegen wir hier. Ja, okay, war klar, Pistole kriegen wir. MP. Genau, dich nehmen wir auch nochmal. Ach komm, nehmen wir für dich auch noch ein paar Schuss, jawohl. So, sollte passen. Machen wir nicht lange rum. So. Wieder raus und dann geht's ab. Zurück ins Filmstudio. So, allzu weit dürfte der Weg ja auch nicht sein. Ich denke, wir kommen hier auch wieder zurück, oder? Ja. Boom, okay. Genau, dann da rauf und dann darüber. So, und dann in die letzte Mission.
zumindest die letzte Mission für fürs Filmstudio. So. So, auf geht's. Das werden wir dann ja gleich sehen, ob er es gewertet hat oder nicht. Jawohl. But I just can't swallow oh, this right on, now. Come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. I got an idea. Yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of light. Völlig crazy, der Typ. Begib dich nach Downtown und richte den Scheinwerfer auf dem Gebäude aus. Also, gleich hier vorne, oder was? Oder... Okay, das werden wir dann ja hier machen müssen, oder? Dann schauen wir doch mal. Soll dann da irgendwo sein? Schauen wir mal, wie kommen wir denn da hin? Reden wir hier wirklich von einer... Ist das überhaupt Downtown? Richte den Scheinwerfer auf dem Gebäude aus. Schauen wir doch mal, was... Können wir hier irgendwie... Ja, weil er zeigt uns, dass das muss hier mit uns auf einer Ebene sein. Eigentlich. So, schauen wir nochmal in die Missionsinfos. Ah ja. Na gut, dann nehmen wir die Maschine. Wisst ihr, das habe ich eben gar nicht gelesen. Na. So. Das ist irgendwie... Der Hinweis ist an mir vorbeigegangen. Aber gut. Jetzt haben wir ihn ja gelesen, also alles gut. So, dann hoffen wir halt nur, dass wir nicht irgendeinen dummen Unfall bauen. Das muss jetzt nicht sein. Weil, wie gesagt, auf dem Motorrad, da verliert man halt sehr schnell HP. So, gerade so unberechenbar, wie dieser Verkehr ist, seien wir mal gespannt. So. Ja. Na, okay. Die Treppe führt zu einem tiefer gelegenen Büro. Ja, fahren wir da hoch. Nein. Oh. Ach. Er übertreibt jetzt halt auch immer gleich so. Ja, hoch. Mal hoch. So. Ah ja. Dafür brauchen wir jetzt das Motorrad. Naja. Ach so. Okay, dafür müssen wir es mitnehmen. Ja gut, alles klar. Dann nehmen wir es halt mal mit in den Aufzug, oder? Klingt gut. Genau. Na gut. Did you even look where you were going? Okay, bricht durch das Fenster, um zu starten. Du hast bis 7 Uhr Zeit, dann wird es... So, ja, die rosa Markierung.
Na gut. Da müssen wir jetzt... Doch, tatsächlich. Okay. Das heißt, wir haben quasi einen halben Tag Zeit, alle 12 Stunden. Boah, was war das denn? Wow. Ich hab mich wegen dem Ding einfach mal aufs Maul gelegt. Na gut. So, aber das hat schon mal hingehauen. Okay, Monster Sand Bonus. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, jetzt müssen wir darüber. So, gut. Das wird schon hinhauen. Hoffe ich. Jawohl. So, wie weit ist es da? Das ist schon ein Stück. Na. Okay. Und auf geht's. Warte mal. Okay, da müssen wir auch wieder springen. Na, ob das mit dem Anlauf was wird? Okay, hier können wir ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Es wird dann schon passen, hoffe ich. Jawohl, so, wie weit haben wir es da? Okay. Dann nehmen wir einfach den Anlauf, den wir nehmen können. Und dann wird es schon passen. Okay, jetzt müssen wir darüber. So. Jawohl. Und... Das war auch relativ knapp. Und rüber. So. Jawohl. Okay, irgendwie der Sinn des Ganzen erschließt sich mir jetzt nach wie vor nicht. Es gibt doch bestimmt eine viel einfachere Methode. Knapp. Wenn wir da irgendwo auf so ein... Okay. Naja, dann nehmen wir dich mal auf, oder? Jetzt sollen wir da jetzt runter, oder wie soll ich das verstehen? Naja, anscheinend nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier runtergeklappt ist. Keine Ahnung. Achso, das wird dann der nächste, oder was? So, genau, nehmen wir noch mal kurz ein bisschen Anlauf. Jawohl, und dich nehmen wir auch noch gleich mit. Jawohl. Okay, ich glaube, die Maschine, die macht das auch nicht mehr ewig mit. Weiter.
Jawohl. Reicht es? Ich glaube schon, oder? Jawohl, das reicht. Ah, so. Jetzt sind wir am Ziel. Puh. Okay, dann Scheinwerfer ausrichten. Wir hätten hier vermutlich auch einfach mit unserem Heli hinfliegen können. Vorausgesetzt, wir haben den noch, nachdem er jetzt kaputt gegangen ist. Wow. Sucks. Filmstudio in Betrieb. Jawohl. Okay, bis zu 7000 Dollar Einkünfte. Nicht mein erster Ritt. Schließe heiße Lecture ab, ohne vom Dach zu fallen. Jawohl, schön. Schön, dass wir auch mal wieder eine Trophäe bekommen für das, was wir hier tun. Ja, ja, dann würde ich sagen, wir sind auch mit dieser Folge jetzt durch und dann begeben wir uns in der nächsten Folge in ja, die eventuell finale Mission des Spiels. Dann sage ich schon mal, wie immer, danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis morgen. Ciao.